Servus Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Dalamo. Cool, dass ihr wieder reingeschaut habt. In meinem heutigen Video geht's, wie ihr schon seht, um den neuen Amazon Echo Show. Ich habe ihn vor ein paar Tagen erhalten und ich wollte ihn nicht ohne euch aufmachen und deswegen liegt er hier seit etwa 2 Tagen verschlossen rum. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wahrscheinlich genauso auch wie ihr, wie das Gerät in echt aussieht. Ich muss zugeben, ich habe ihn in Wirklichkeit noch nie gesehen, auch nicht im Laden. Und ja, da würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Erstmal mit der Verpackung, wie immer. Die ist wirklich sehr hochwertig, wie auch schon von den anderen Amazon Echo Geräten. Und ja, auf der Vorderseite sehen wir natürlich erstmal das Gerät. Wie groß es in Wirklichkeit ist, weiß ich noch nicht. Aber das werden wir, wie gesagt, gleich sehen. Hier sind die bekannten Sprachbefehle, wie auch von euren anderen Amazon Echo Geräten. Und ja, hier nochmal ein paar Informationen, was das Gerät alles unterstützt. Natürlich den Voice Service, Bluetooth, WLAN und Dolby Sound. Auf den Sound bin ich natürlich auch ganz schön gespannt, ob der auch in Anführungsstrichen so gut klingt wie von den Klassiker, also vom Amazon Echo, von der Röhre, von dem ersten Gerät sozusagen, der ersten Generation. So, hier hinten sind noch ein paar Informationen, die ich euch jetzt nicht vorlesen werde. Ihr könnt das Video natürlich pausieren, dann könnt ihr selber lesen, aber ich denke, es ist sozusagen wie Learning by Doing und ja. Hier sind nochmal ein paar Informationen, was es alles unterstützt nochmal. Smart Home, Video Chat, das Wetter natürlich auf dem Display angezeigt und so weiter. Hier nochmal ein paar Marken, die das Gerät auch mitunter unterstützt. Spotify finde ich sehr cool, habe ich jetzt seit über einem Jahr, bin sehr zufrieden. Magenta Smart Home bin ich auch seit etwa 3 Jahren Kunde. Und ja, Chefkoch, wie manche vielleicht von euch wissen, ich bin vom Beruf Koch, auch sehr interessant. Hier nochmal ein paar Informationen zum Lieferumfang, das Gerät und das Netzteil. Aber wie gesagt, das werden wir gleich sehen. So, jetzt kommt der große Moment. Wir öffnen das Gerät zusammen. Dazu sind hier die bekanntlichen Laschen. Sozusagen wie eine Art Siegel. Die öffnen wir jetzt. Einmal. Und zweimal. So. Los geht's. So, entfernen wir erstmal diesen hübschen Schieber. Dann sehen wir hier schon eine schwarz-matte Verpackung, einen Karton. Hier nochmal ein kleines Siegel. Das öffnen wir auch mal. Und jetzt bin ich wahrscheinlich genauso gespannt wie ihr. Da ist das gute Stück. Es ist meiner Meinung nach kleiner als erwartet. Also ich habe gewusst, dass es ein 7 Zoll Display hat. Aber trotz allem ist es, wie gesagt, kleiner als erwartet. Es ist ganz schön schwer, muss ich sagen. Es wiegt bestimmt über ein Kilo. Also ich finde immer, Gewicht spricht für Qualität. Und ja, bis jetzt strahlt es wirklich eine sehr, sehr gute Qualität aus. Auch von der Verpackung her, von der Haptik und ja. Lass uns erstmal diese Folie kurz entfernen. Sieht natürlich leicht aus, als es ist. Ich möchte sie jetzt nicht unnötig beschädigen. Ich will natürlich alles so original, also so vom Originalzubehör in der Verpackung lassen. Genau hier. So. Da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, das Gerät sehr, sehr sicher zu verpacken, muss ich sagen. So. Haben wir es geschafft. Weg damit erstmal. So, hier haben wir erstmal eine matte Optik. Fühlt sich auch sehr hochwertig an. Auch von den Spaltmaßen her. Und hier vorne natürlich der Display. Es handelt sich um ein Touch-Display, was ich auch sehr cool finde. Eine integrierte Kamera. Hier seht ihr kurz mein iPhone X. Und ja, die Display-Schutzfolie lasse ich jetzt erstmal drauf. Ich werde mir natürlich eine Gorilla-Glasfolie für den Display hier besorgen, auch um Kratzer zu vermeiden. Und ich weiß nicht, wie Fingerabdruck abweisend dieses Original-Display ist, aber Gorilla-Glasfolien gibt es auch schon mit Anti-Fingerabdruck bzw. Anti-Fettbeschichtung und die werde ich mir, wie gesagt, zulegen. Werde ich euch natürlich selbstverständlich in der Videobeschreibung verlinken
Und dann habt ihr dieselbe wie ich. Und ich werde euch natürlich ein kurzes Video darüber machen. Genauso auch wie über dieses Gerät hier. Wenn ich es natürlich dann eingerichtet habe und ein paar coole Features und Gimmicks rausgefunden habe. Und ja, stellen wir es erstmal beiseite und schauen, was noch in der Verpackung drin ist. Es ist wirklich sehr, sehr hochwertig, muss ich sagen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es überrascht mich. Hier nochmal das Netzteil. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, das Kabel ist einigermaßen lang. Aber das werden wir dann sehen. So, das war es eigentlich von dem kurzen Unboxing. Natürlich folgt ein weiteres Video oder mehrere weitere Videos von diesem Gerät auf meinem Kanal. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr natürlich ein Abo dalassen und ein Like für dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Natürlich, die Kommentare sind immer offen. Ich werde jedes Kommentar von euch bzw. auch Fragen schnellstmöglich beantworten, so wie immer. Und ja, was gibt es zu dem Gerät eigentlich noch zu sagen? Ich habe das mir jetzt, muss ich sagen, in Verbindung mit jemand anders gekauft. Amazon bietet es für derzeit 220 Euro an. Das wäre für zwei Geräte natürlich 440 Euro. Und wenn ihr zwei Geräte davon bestellt, ein schwarzes und ein weißes oder zwei schwarze oder wie auch immer, je nach Geschmack, spart ihr euch 100 Euro. Also sprich, jeder von euch zahlt nur 170 anstatt den üblichen 220. Oder ihr möchtet natürlich zwei Geräte haben, dann ist es auch sehr, sehr praktisch. Aber mir langt davon erstmal eins. Und ja, wie gesagt, ihr spart euch pro Person 50 Euro beim Kauf von zwei Geräten, was ich wirklich sehr, sehr cool finde von Amazon. Natürlich ist es auch ein bisschen eigennützig, da Amazon sich damit verspricht, mehr Geräte zu verkaufen, was ich denen auch nicht verübliche. Ich würde es nicht anders machen. So, an der Stelle war es eigentlich schon von dem kurzen Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin sehr, sehr beeindruckt von dem Gerät. Es ist wirklich sehr, sehr hochwertig verarbeitet und es schaut sehr elegant aus. Und von dem Preis von, wie gesagt, 170 Euro, wenn ihr euch zwei kauft, ist es so rein optisch und verarbeitungstechnisch wirklich 1A. Na klar, die Technik wird auch nochmal einen Teil dazu beitragen, um meine Entscheidung zu bestätigen. Aber da ich schon Besitzer von 5 Amazon Echo Geräten bin, einem Dot und 4 von den normalen ersten Generation Röhren, bin ich eigentlich guter Dinge. Und ja, ich lasse mich mal überraschen und werde euch natürlich daran teilhaben, wenn ich mich mit dem Gerät ein bisschen auseinandergefasst habe. An der Stelle freut mich, dass ihr zugeschaut habt, würde mich über ein Abo freuen. Natürlich eure Fragen in die Kommentare, habe ich ja schon erwähnt, und über einen Daumen hoch für dieses Video. Dann sage ich mal ciao und bis zum nächsten Mal.